Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge sind wir erfolgreich mit unserem Orbiter um Minmus gelangt. Und jetzt haben wir das Problem, dass ich keinen Plan mehr habe, was wir eigentlich schon alles gemacht haben. Bedeutet, wir müssen jetzt mal bei Kerbin schauen und dann bei Minmus. Crewbericht, Weltraum, EVA-Bericht, kleine... Doch, wir sind hier schon gelandet, 50 Wissenschaftspunkte gab es hier überall. Hier gab es Oberflächenproben, Flachland, Hänge, kleine Ebene. Wir haben 4 Oberflächenproben mitgebracht. Das ist eher die Frage, was haben wir noch nicht gemacht? Das ist wohl eher die Frage und da ist wohl die bescheidene Antwort... Wir haben absolut keinen Plan mehr. Oh Gott. Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. So, Scans jetzt noch, Aduna hat wieder Aufgabe aufgenommen. Gut. Wir müssen jetzt mal schauen. Bei Minmus kriegen wir wahrscheinlich noch das meiste Geld hier fürs Erste. Ich bräuchte mal bitte meinen Scanner. Wir waren auf jeden Fall noch nicht hier Biompol. Binnenland haben wir schon. Hochland, glaube ich, haben wir auch. Große Ebene, glaube ich, haben wir nicht. Kleine Ebene haben wir, glaube ich, auch nicht. Es gibt hier gar nicht so Riesenebene. Ich glaube, die ganzen große Ebene, Riesenebene, die ganzen haben wir noch nicht. Da können wir noch ein paar Punkte rausholen. Es gibt halt auch nicht unbedingt so viele Punkte zum Erforschen. Wir müssen also eigentlich mal einen Projektflug Richtung Pol machen. Und schauen, was wir da rauskriegen. Eieiei. Vor allem zu Duna zu kommen, wird so eine Sache. Dafür bräuchten wir ein gutes Raumschiff, was auch dementsprechend Tank hat. Oder haben wir was, was vielleicht näher und einfacher ist wie Duna? Das Problem wird nicht dann eher mit der Versorgung. Eve wäre natürlich vielleicht auch eine Idee, mal hinzufliegen. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Planet. Und hat natürlich Gilly als kleinen Mond auch. Da kommen jetzt halt echt die Fragen auf, wie machen wir das am schlausten? Also ich denke mal, am schlausten wäre es, wenn wir das erste Station Part mal vorbauen, wo wir dann Sachen andocken können. Oder wir machen die ersten Vorbereitungen für... Wir haben noch nicht mal einen Ohrscanner. Wir haben gar nichts. Dann würde ich sagen, bauen wir mal einen neuen Länder für Duna. Für Minmus. Auf ganz anderer Weise wie früher. Dann kommt nämlich hier oben Wissenschaft drauf. Was ist denn hier unsere Wissenschaft? Ach, ist das... Das ist ja gar nicht die Wissenschaft. So. Kommt einmal das Teil drauf. Der Science Junior. Dann brauchen wir einen Verkleinerer. Das ist ein zu großer Verkleinerer. Auch noch zu groß. Das ist ja... Ah, komm. Was Kleineres.
Also so, ich will nicht groß, ich will nicht in die Höhe extrem gehen. Ground Base. Kann ich aber wahrscheinlich. Hier reinziehen, oder? Nee, can't be. Carryable items cannot be stored in Seeds Inventory. Ah, okay. Cabling Breaches. Launchpad. Das hat Sitze? What, echt? Ich wollte einfach mal gucken, ob du sie öffnen lässt, okay. Gut zu wissen! Cable Hook. A hook that a cable can be clipped onto. It's the other half of the keep these things together solution. Oh, nee. Achso, das kann sozusagen, das kann mit dem gehookt werden, oder was? Habe ich dich jetzt richtig verstanden? So, warte mal, jetzt brauchen wir hier so ein. Eine kleine Solution irgendwie. Was ist denn bei euch klein, Jungs? Immerhin muss da drauf jetzt eigentlich noch ein passender Science. Obwohl, warte mal. Ah, wo ist es denn? Wissenschaft, so. Das hier ist ja nur für den mysteriösen Stamm. Also den können wir eigentlich auch hier dran packen. Genauso wie den Rest der Scientific Data Basis. Was haben wir noch nicht dran gepackt? Ich hier Barometer. Haben wir da die Daten drin? Schaut jetzt irgendwie so leicht beschissen aus, aber egal, 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 egal. So. Großes Sitzschild. Und dann kommt ein Decoupler so hin. Dann so eine. So, dann Beinchen. Gott, du müsst eigentlich nur hingucken, dann würde ich das Dreieck mal alles schneller finden. Dann kriegt das Teil eine Triebwerksplatte. Jawohl. Okay, das haben sie auch cool überarbeitet. Wir machen mal 8x1, 8x1. So. Und da verwenden wir jetzt. Welchen Antrieb verwenden wir denn? Ist wahrscheinlich der schlauste Antrieb. Bringt mir so 2000 ms in der im Vakuum zu. Auch kein wirklich großer Unterschied, ne? Was läufst du? Du läufst mit Oxidator. Macht im Vakuum 2700. Der Landeabstand ist halt zu klein. Nochmal die Triebwerksplatte. Nochmal die 8x1. Hups, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgeflogen. Hoppala. Und der Skipper. Okay, der ist vielleicht ein bisschen groß, der Skipper.
Ein vierfacher Antrieb. Von denen, das müsste doch vollkommen reichen, oder? 2500 MS an Schubleistung. Die starten eingefahren. Und dann drunter kommt die nächste große Stage. Also warte mal. Vielleicht sollten wir euch auf mittelkurz setzen. Zack. Dann wird das der Transferteil. Das ist der Skipper. Der hat 600 im Vakuum. Kleiner. Lassen wir den, oder? Der kriegt uns dann schon weg. Das wird jetzt eine der größten Raketen überhaupt erstmal. So wie ich das gerade plane, wird das... Alter! Wird das Teil riesig. Da wird dieses Teil massiv. Aber auch nur, weil ich unbedingt herausfinden will, wie groß ich so eine Rakete bauen kann. Aber kosten tut die halt wenig. Das finde ich gerade erstaunlich. Kommt es auf die Triebwerke an? Dann machen wir die noch seitlich Klempertrons hin. Klempis, Klempis. Zwei. Da kommen jetzt so zwei massive Booster hin. Die nochmal 100 MS dazugeben. Die Frage ist halt, wie viel Kraft geben die wirklich am Ende, ne? Jetzt muss ich die riesige, richtig passende Nase wiederfinden, oder? Oh, jetzt geht das wieder los, oder sehr. Dann strukturelle Verbindungen. Wir wollen ja, dass das Teil hier gut hält. Und stabil beim Fliegen ist, ne? Und dann brauchen wir hier wieder seitlich Halter. Bringen wir die Rakete runter. Gott, ist das Teil riesig. Wie groß ist denn das jetzt im Gegensatz zu den anderen Raketen? 35 Meter hoch, 8,1 Meter breit, 3,5 Meter lang, 38 Teile und hat über 235.000 Tonnen. Hups. Hier oben können wir eigentlich... Was können wir denn da hinmachen? Bauen wir da Nosecone hin, einfach? Nee, warte mal, da können wir... warte mal. Haben wir die Fallschirme schon? Die wir doch sicher haben, oder? Jawohl, ein großer MK-16XL. Das ist praktisch, weil dann können wir hier seitlich die... so hin platzieren. Oh. Mein Rücken knackst gerade und tut weh. Hupsi. So. Dann gehen die nämlich auf, bremsen runter und dann geht der große XL-Fallschirm auf. Oh. Ei. Das ist der Minmus-Länder. Länder Ventura. Ventura. Doch auch schon mal schick.
würde sagen, wir schauen mal, ob das Ding überhaupt startet schnell. Weil sonst ergibt es ja auch keinen Sinn, überhaupt einen Flugversuch zu machen. Einmal speichern und einmal starten. Starten wir, wie das Startsystem ist. Schauen wir, wie das Flugsystem ist. Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen. Das ist meine eigentlich größte Hoffnung in dem Fall, ne? Weil wenn das nicht so gut ist wie erhofft, haben wir ein Problem. Ah, wir haben aber noch keine Technik verbaut. Bob ist ganz alleine. Bob, viel Spaß. Es hat alle Möglichkeiten diesmal. 3, 2, 1, Liftoff. Hauptbooster Start. Ah, sie startet. Das ist schon mal gut. Also doch ordentlich Power und dann Haufen, wenn man so anschaut. Immerhin sind es wenig Stages in dem Fall. Aber sie funktionieren, das ist schon mal gut. Flug zurücksetzen auf Flugzeugbau. Jetzt kriege ich auch langsam Hunger, ey. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.